Ja, wie gesagt, mit Vektorraum wollte ich jetzt keine Panik machen, habe ich in dem ersten Video ja schon erwähnt, ist jetzt nicht das Allerwildeste. Das ist nochmal fürs Verständnis her, wäre es natürlich super optimal. Wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich natürlich sagen, das ist eine viel fundamentalere Grundlage, dass ihr versteht, okay, ich habe jetzt Taylor-Reihe aufgeschrieben, vorher werdet ihr wahrscheinlich Folgen gemacht haben, dann Reihen, dann die Taylor-Reihe, dass man dann versteht, okay, ich drücke eine Funktion wie zum Beispiel Sinus x aus mit Hilfe von Polynomen oder auch e hoch x mit Hilfe von Polynomen aufaddiert, dann steht da sowas irgendwann wie plus x hoch 2 halbe plus x hoch 3 Sechstel plus Pünktchen, 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 sodass man dann hier versteht, rund um Fourier, gerade bei der Fourier-Reihe, dass man eben eine Funktion jetzt, die dann eben mit Hilfe von einem Polynom zuerst ausgedrückt ist, jetzt anders ausdrückt, nämlich mit einer Aufsummierung von Sinus und Cosinus. Beim Vektorraum ist es die Geschichte, das mache ich aber nochmal in einem einzelnen Video mit dem Titel Irgendwas rund um Basiswechsel deutlich, dass man mal da in die Tiefe geht. Was heißt das jetzt eigentlich da bei Fourier, bei der Fourier-Serie? Was hat das mit dem Basiswechsel zu tun? Also alle die glücklich jetzt sind, dass man das Thema Vektorraum vielleicht abgeschlossen hat und froh ist, da nicht mehr drüber nachzudenken, kann es auch dann überspringen. Das hier ist das wichtig und kann dann hinterher, wenn man ein Gefühl dafür hat, noch sagen, so jetzt gebe ich mir den Rest und habe dann das 150% Verständnis.